Gut, dann geht's hier weiter. Und zwar, wir gehen jetzt von dem Nutzen von OpenStreetMap zum Hinzufügen nach OpenStreetMap. Und da schauen wir uns an, was eigentlich JOSM kann, der Java OpenStreetMap Editor. Und Simon kann da uns da sicherlich einiges zu erzählen. Bitteschön. Danke für die Einleitung. Mein Name ist Simon Legner, ich bin einer der JOSM-Hauptentwickler. Danke für die Gelegenheit, da sprechen zu können. Es hat sich jetzt so ergeben, dass ein paar andere Vorträge ausgefallen sind und ich vorhin ja die Anmeldefrist oder Einreiffrist verpasst habe. Mein Vortrag basiert auf dem Vortrag von der letztjährigen SOTEN, den Vincent Privat, ein anderer Hauptentwickler von JOSM, totgehalten hat. Ich selber habe auch schon einmal auf einer FOSGIS gesprochen, und zwar im Jahr 2012. Das war ungefähr vor 8 Jahren, also wo JOSM halb so alt war, wie er heute ist. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern. Los geht's. Ein paar erste Fakten über den Editor. JOSM ist der älteste OpenStreetMap-Editor, der noch entwickelt wird. Er ist oder besteht seit Ende 2005, feiert demnach bald sein 15-jähriges Bestehen und ist fast so alt wie das OpenStreetMap-Projekt selber, das ja seit 2004 besteht. Wenn man die Anzahl der Bearbeitungen zählt, dann ist JOSM der meistverwendete Editor und besticht durch sehr viele Funktionen und durch seine Erweiterbarkeit, auf die ich dann in weiterer Folge drauf eingehen werde. Grundsätzlich ist der Editor verfügbar für sämtliche Plattformen, also Linux, Windows, macOS. Der Editor ist übersetzt in 38 Sprachen und sammelt eine bedeutende Community, eine JOSM-Community um sich herum. Generell die Webseite von dem Projekt ist josm.openstreetmap.de. Der Ausblick auf die nächsten 20 Minuten meines Vortrags sind, ich werde zuerst auf Technologien und die Erweiterbarkeit von JOSM eingehen, werde dann über das Projekt an sich sprechen, einige Zahlen herauspicken und dann noch einen Einblick geben, was gerade passiert. Technologien und Erweiterbarkeit, die Kernfunktion eines Editors ist natürlich mit den OpenStreetMap-Daten zu arbeiten. Dazu gehört, die Daten aus der Datenbank zu laden, die Daten dann in einer Bearbeitungsmaske anzuzeigen, Daten für den Editor, für den Benutzer zu rendern, Datenprüfung durchzuführen und dann auch schlussendlich wieder die Daten zurück in die Datenbank zu spielen. Dazu braucht es eine Reihe von Formatunterstützungen, die auf der Hand liegen. Also es wird unterstützt das XML-Format von OpenStreetMap seit letzten oder vorletzten Jahr, das dazugekommene JSON-Format. Grundsätzlich kann man jetzt auch seit kurzem direkt GeoJSON-Dateien öffnen für die Unterstützung von GPS-Daten. Steht sowohl das GPX-Format zur Verfügung, als auch ein relativ neues Format, dieses RDK-Lib, das noch eine wesentlich höhere Genauigkeit erlaubt. Die Hinweise oder Fehler, die man auf OpenStreetMap erfassen kann, werden via XML eingelesen. Dem Bediener von JOSM stehen dann eine ganze Reihe von weiteren Werkzeugen und Unterstützungen zur Verfügung, um seine Arbeit durchführen zu können. Dazu gehört einmal eine relativ flexible Suche, die Möglichkeit, Daten von der derzeitigen Anzeige auszublenden und wegzufiltern. Man kann das Programm über HTTP-Requests fernsteuern, was von vielen externen Webseiten verwendet wird. Die integrierten Objektvorlagen kann man über XML erweitern. Kartenstile werden in einem anderen Format Map.css erstellt. Es gibt eine Datenprüfung, Hintergrundbilder werden eingebunden, georeferenzierte Fotos können geöffnet werden und Audioaufzeichnungen können abgespielt werden. Das sind alles Funktionen, die man als Mapper öfter und weniger oft verwendet. Zu den Technologien. Das J in JOSM steht für Java. Java in der Version mindestens 8 wird derzeit vorausgesetzt. Die grafische Oberfläche ist in dem Spring Framework entwickelt, das mit Java ausgeliefert wird. JOSM selbst versucht, die Anzahl der Abhängigkeiten möglichst gering zu halten, um einerseits möglichst geringe Installationsgrößen zu erfordern und insgesamt auch um entsprechend unabhängig und flexibel dann Bugs in diesen im Code selber zu beheben. Ein paar wenige Abhängigkeiten verwenden wir dennoch. Da ist die vollständige Liste, also es gibt keine weiteren Abhängigkeiten mehr.
Genau. Thema Erweiterbarkeit. JOSM lässt sich erweitern über Plugins, über Objektvorlagen, über Validierungsregeln, über Stile und weitere Fotos als Hintergrundbilder lassen sich anzeigen. Zu dem Thema Plugins hat die JOSM-Community über die letzten Jahre oder Jahrzehnte schon fast über 100 Plugins entwickelt, die sich, wenn man will, in 5 verschiedene Gruppen einteilen lassen können. Also diverse Plugins erweitern die Anzahl der zu lesenden und zu schreibenden Datenformate bzw. Protokolle, also sowas wie PPF oder Open-Datenformate. Viele Plugins erweitern Möglichkeiten, die mit der Bearbeitung von OpenStreetMap-Daten zu tun haben. Also ein Beispiel sei da genannt, das Reverter-Plugin. Einige Plugins ermöglichen OpenStreetMap im Zusammenhang mit dem größeren Ökosystem zu verwenden, also sei es Mapillary Bilder anzeigen zu können oder mit Wikipedia zu interagieren. Manche Plugins sind sehr spezifisch auf bestimmte Länder oder auf bestimmte Bedürfnisse entstanden. Und dann die letzte Kategorie von Plugins wären Java-Bibliotheken, die mehr nur als Abhängigkeit von weiteren Plugins verwendet werden, die man nicht direkt selbst bedienen kann. Das nächste Thema sind Objektvorlagen, also gemeint sind damit diese Bearbeitungsdialoge, die einem eine Maske anzeigen, wie man Informationen zu einem bestimmten Typ von OpenStreetMap-Daten eintragen kann. Im Hintergrund dazu steckt ein XML-Format, das sehr gut dokumentiert ist auf der URL, die ganz unten angezeigt wird, die über Jahre schon stabil ist und leicht weiterentwickelt worden ist. Grundsätzlich denke ich, kann man mit etwas Fantasie sich auch vorstellen, wie dieser linke XML-Ausschnitt sich dann rechts in diesen Screenshot überführt. Die JOSM-Community war da sehr aktiv und hat da eine Riesenzahl an Objektvorlagen zusammengetragen. Das ist die vollständige Liste, die ich heute vormittags aus dem JOSM-Wiki herausgenommen habe. Also es ist da wahrscheinlich für jede exotische Tagging-Schema irgendeine entsprechende Vorlage vorhanden. Kartenstile werden mit Map.css definiert. Map.css ist eine von CSS abgeleitete Sprache, die erlaubt, das Ausschauen von gewissen Objekten zu definieren und orientiert sich eben an der Syntax von Map.css, ist aber grundsätzlich sehr, sehr powerful sozusagen und wird auch ständig erweitert. Es ist insbesondere relativ flexibel, als dass man da gewisse Funktionsaufrufe sowohl als Filterkriterien verwenden kann, als auch dann in den Deklarationen auf gewisse Funktionen zugreifen kann. Und diese Menge an Funktionen ist jetzt über die letzten Jahre stetig gewachsen und die Dokumentation findet sich auch da unten unter diesem Link. Auch da war die JOSM-Community sehr aktiv und hat eine Vielzahl von Kartenstilen zusammengetragen, die man sich dann auch dazu installieren kann. Von Map.css abgeleitet gibt es seit 8 Jahren jetzt die Möglichkeit, auch Datenprüfungsregeln zu definieren. Also man nutzt im Endeffekt die gleichen Selektoren, die gleiche Syntax, die gleiche Logik, um dann Kriterien zu definieren, wie man Objekte identifiziert, die möglicherweise ein Problem haben. Auch diese Spezifikation findet sich unten unter dieser URL. Und auch dieses Mal war die JOSM-Community relativ fleißig und hat dann sehr viele länderspezifische Regeln definiert. Also es gibt da viele deutschlandspezifische Regeln, es gibt einige Regeln, die in Tschechien angewandt werden, es gibt Sachen, die für Eisenbahnmapping relevant sind und so weiter. Also man kann auch sich da umschauen, ob man was dazu findet. Zum Thema Projekt selbst. Wenn man die JOSM-Entwickler zählen will, sind es etwa 9 oder 10 Entwickler, die in den letzten 2-3 Jahren aktiv waren. Wir haben uns dann vor 2 Jahren bei dem Hacking Weekend von der Geofabrik in Karlsruhe getroffen und viele Personen habe ich dort dann das erste Mal auch wirklich gesehen. Die Nationalitäten der Entwickler sind, also wir kommen alle aus der EU,
Nationalitäten Deutschland, Frankreich, Polen und Österreich. Über die 15-jährige Geschichte waren natürlich auch viele andere Leute involviert. Also wenn man auswertet, wie viele Leute an den 16.000 und sowieso Commits teilgenommen haben, dann kommt man auf eine Zahl von 29. Man sieht, die Anzahlen der Beiträge variiert leicht über die Jahre. Das Jahr 2016, 2017 stechen besonders hervor, weil da ein Student am Google Summer of Code teilgenommen hat, der sehr, sehr viele Patches eingereicht hat. Ein Riesenthema für JOSM ist das Thema Übersetzung und Internationalisierung. Über die letzten 15 Jahre waren über 1000 verschiedene Personen als Übersetzer tätig und haben JOSM in derzeit 38 Sprachen übersetzt. Das ist ein Riesenaufwand, weil es gilt 11.000 und ein paar Zeichenketten zu übersetzen. Vor einer Woche ist ein Ticket aufgemacht worden. Eine Person hat JOSM in das Arabische übersetzt, beziehungsweise die bestehende arabische Übersetzung massiv erweitert. Und seitdem ist jetzt auch wieder Arabisch als Sprache verfügbar. Also muss ich vorstellen, das war eine Person allein, die sich da hingesetzt hat und so viel übersetzt hat. Zum Entwicklungszyklus, also jede Nacht wird ein Latest Release gebaut, das den aktuellen Entwicklungsstand beinhaltet. Das lässt sich verwenden, man muss damit rechnen, ab und zu auf Fehler draufzukommen. Einmal im Monat, so gegen Ende des Monats, wird dann eine Tested Release herausgegeben. Die Bedingung dafür ist, dass keine automatisierten Tests fehlschlagen und auch keine bekannten Regressionen von früheren Versionen noch beinhaltet sind. Wichtig für uns ist auch, dass die Übersetzungen dann aktuell sind, damit man dann zumindest in den gut übersetzten Sprachen dann nicht an verschiedenen Stellen noch auf die englische Werte zurückgreifen muss. Ab und zu braucht es auch die Möglichkeit, Hotfix-Releases herauszugeben. Das ist, wenn man während der Entwicklung und während dem Testen übersieht und dann ein, zwei kritische Fehler veröffentlicht, die das Arbeiten für einen Großteil der Benutzer erschweren, dann gibt es einen Hotfix-Release ein paar Tage später. Zum Thema Verteilung gibt es auch verschiedene Varianten. Unsere empfohlene und bevorzugte Variante ist Java Web Start. Das ist eine Technologie, die eng mit Java verbunden ist, die leicht und schnell die aktuelle Version von JOSM herunterlädt und für alle Plattformen funktioniert. Daneben bieten wir einen Windows-Installer an, ein macOS-Paket. Grundsätzlich lasse ich auch immer die Jar-Datei selbst herunterladen und die dann ausführen. Und für verschiedene Linux-Distributionen, also vor allem Ubuntu, bieten wir dann auch ein Repository an, mit dem man dann auch auf die neuesten Versionen zugreifen kann. Thema Governments. JOSM sieht sich als unabhängiges Projekt, also wir sind unabhängig von der OpenStreetMap Foundation, unabhängig von der Working Group, unabhängig von Local Chapters, unabhängig von privaten Firmen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, aber erhalten Sponsoring entweder auf direkten oder indirekten Weg. Auf das komme ich noch gleich zu sprechen. Und grundsätzlich versuchen wir, die OpenStreetMap Community zu repräsentieren, dahingehend, als dass wir einerseits alles öffentlich diskutieren in dem Bugtracker und auch anonyme Beiträge erlauben, sodass auch Leute, die nicht gerne mit ihren Pseudonymen auftreten, auch mitdiskutieren dürfen. Wir erfinden keine Tags, sondern wir basieren unsere Entscheidungen für Objektvorlagen, für Validierungsregeln, auf dem, was die Community in dem OpenStreetMap-Wiki hinterlegt, was sich dann über Tag-Info in Statistiken widerspiegelt. Und versuchen auch, die Tagging-Mailing-Liste, soweit es geht, zu verfolgen, weil da sehr viel diskutiert wird. Zum Thema Migrationen auf neue Java-Versionen haben wir als Richtwert herangezogen die Hürde von 90%. Also wir verlangen oder steigen auf eine höhere Java-Version um, wenn mindestens 90% der Benutzer diese schon verwenden. Die direkten Sponsoren, da möchte ich zuerst einmal an die Foskis ein Dankeschön sagen. Die unterstützen uns seit 4 oder 5 Jahren mit dem Code Signing Certificate, sodass wir signierte Versionen ausliefern können, und unterstützen auch seit 2019 den
Server. Der Server ist vorher gesponsert worden über viele Jahre von Hetzner. Wir nehmen seit 2015 bei Google Summer of Code teil und als Entwickler erhalten wir Lizenzen von JetBrains und YourKit, um die Entwicklung besser machen zu können. Indirekte Sponsoren erfolgt im Endeffekt über das Entwickeln von Plugins. Hervorstechen Telenav, die eine Handvoll Plugins beigetragen haben. Ebenso Apple, Microsoft, Mapillary, die Plugins für ihre entsprechenden Produkte geschrieben haben. Und GitHub bzw. dieses Hacktoberfest, an dem wir vor 2 Jahren relativ intensive Codebeiträge erhalten haben. So, wofür braucht es diesen JOSM Server? Der JOSM Server bietet eine Vielzahl von Diensten an. Also er hostet einerseits die Projektwebseite, die in dem System Track umgesetzt ist. Eben damit das Ticketing-System, wo Fehler, Feature-Requests und administrative Aufgaben verwaltet werden. Wir hosten das SVN-Repository selber. Wir haben eine umfangreiche, mehrsprachige Online-Hilfe auf Wiki-Basis erstellt. Die Message of the Day, also diese Einführungsseite, die beim Starten angezeigt wird, wird dort gehostet. Wir erfassen dort das Änderungsprotokoll. Wir verwalten dort die ganzen Erweiterungen, also diese Liste von Erweiterungen, die ich vorhin gezeigt habe. Und auf diesem Server wird auch die laufende Qualitätssicherung durchgeführt, indem wir da ein Jenkins-System aufgebaut haben. Zu dem Thema Qualitätssicherung, Continuous Integration, also wir haben da für jeden Commit laufen dann alle Unit-Tests durch. Wir haben Integrationstests mit Java 8 und allen neueren Java-Versionen, testen dann insbesondere auch die Kompatibilität mit dem Ökosystem, also ob die OpenStreetMap-API korrekt angebunden wird, ob man mit Wikipedia sprechen kann. Wir prüfen, ob alle häufig verwendeten Tags gemäß Tag-Info auch bei uns in Form von Objektvorlagen repräsentiert sind. Genau. Diese tägliche Prüfung. Wir haben dann auch eine Prüfroutine für die ganzen verwalteten Hintergrundbilder. Das sind derzeit ungefähr 800 Quellen, die wir dort pflegen und jeden Tag schlagen da ein paar Tests fehl, weil gewisse Server temporär oder permanent nicht erreichbar sind. Und wir als JOSM-Team versuchen dann zu recherchieren, woran es hakt oder warum das jetzt zurzeit nicht funktioniert. Das ist Sisyphos Aufgabe. Ein paar Statistiken. Die Beitragenden über die letzten Jahrzehnte oder über das letzte Jahrzehnt schwanken, aber es waren immer oder sind typischerweise sowas wie 4 bis 5 Beiträgende, aktive Beitragende pro Monat und es, man kann sich da anschauen, diese Statistiken basieren auf dieser Plattform OpenHub. Die Menge an Code wächst natürlich wie in jedem Projekt, also wir haben klein gestartet und sind derzeit bei einigen 100.000 Zeilen Code. Was die Größe der ausgelieferten Jar-Datei, also sozusagen der binären Distribution anbelangt, wächst die natürlich auch mit dem Code mit. Grundsätzlich hat sich jetzt so eine Wachstumsrate von ungefähr 1 Megabyte pro Jahr herauskristallisiert und wir sind jetzt derzeit bei ungefähr 14 Megabyte, die installiert werden müssen, um die neue Version von JOSM zu haben. Es hat nur einmal einen Knick gegeben, wo wir unseren internen Kartenstil von einer relativ ausführlichen XML-Syntax umgestellt haben auf Map.css. Für ein populäres Projekt hakelt es sozusagen auch an Tickets. Also wir haben diese Balken repräsentieren immer ein halbes Jahr an Tickets, die bei uns geöffnet und geschlossen werden. Wie man sieht, sind da mindestens 500 Tickets, die jedes halbe Jahr dazukommen, beziehungsweise wir schaffen es fast immer oder einen Großteil davon abzuarbeiten, aber insgesamt steigt natürlich auch leider die Anzahl an offenen Tickets, das ist die grüne Linie. Insofern sind wir sehr dankbar auch um andere Leute, die uns unterstützen mit Prüfen, ob gewisse Tickets schon gelöst sind, ob man gewisse Ticketbeschreibungen noch besser formulieren kann, damit man dann schneller auch das Problem lösen kann und auch Duplikate zu finden. Herausgreifen möchte ich jetzt im Hall of Fame ein paar sehr aktive Ticketersteller. Also die Personen, die da aufgeführt sind, sind die Personen, die Tickets erstellt haben, die dann später auch als fixed gelöst worden sind.
die gelben Personen sind Teil vom Core-Team, die zählen sozusagen nicht, aber die blauen Balken sind sehr aktive Personen im Chosen-Ökosystem und helfen da sehr stark mit. Ebenso, wenn es darum geht, Patches einzureichen, wir freuen uns natürlich auch, wenn andere Leute mit Erweiterungen, Verbesserungen, Fehlerbehebungen daherkommen. Auch da haben wir eine Vielzahl von Personen, die mehr als 15 oder 20 Patches geliefert haben. Also wir da jetzt auch wieder, die gelben Personen sind Teil vom Kernteam, die blauen Leute sind sozusagen dazugekommen. Was die Java-Versionen betrifft, eben diese 90%-Hürde habe ich vorhin schon erwähnt. Wir haben in der Vergangenheit drei Java-Migrationen durchgemacht. Also begonnen hat das Projekt mit Java 6. Wir haben dann einmal auf Java 5, wir haben dann einmal auf Java 6, auf Java 7 abgedatet, jetzt auf Java 8. Und im Laufe des heurigen Jahres wird dann irgendwann der Upgrade auf Java 11 anstehen. So, was passiert gerade? Wir versuchen gerade sehr viel an Infrastruktur und am Code zu modernisieren. Also wir haben dazu vor einem Jahr den neuen Server installiert. Wir sind schon länger dabei, SVN auf Git umzustellen und möchten dann insbesondere die derzeit verteilt verwalteten Repositories zentral in einer GitLab-Instanz verwalten. Es steht auch im Raum, die Übersetzungen von Launchpad nach Transifex zu migrieren, irgendwann hoffentlich endlich. Möglicherweise auch das Bildsystem zu aktualisieren und dann auch möglichst eine Vielzahl von Bildern in skalierbares SVG-Format zu bringen. Weiteres Thema ist die Modularisierung. Zurzeit ist Chosen ein Riesenmonolith. Wir versuchen, die Teilkomponenten besser individuell nutzbar zu machen und so auch externen Java-Entwicklern die Funktionen von Chosen anzubieten. Inspiriert ist das durch dieses Java 9 Jigsaw-Projekt. Also der Stand heute ist ungefähr so, dass alles von allem abhängt. Irgendwann möchten wir zu einem Ziel kommen, das relativ hierarchisch aufgebaut ist, das möglichst keine Zyklen enthält, und wir erwarten aber, dass das noch einige Jahre dauern wird. Mit Java 11, eben diese anstehende Java-Migration, gibt es leider große Veränderungen im ganzen Java-Governance. Wir müssen da agieren. Ein großes Problem ist eben, dass diese empfohlene Installationsvariante von Java Web Start wegfallen wird und von Oracle aufgegeben wird. Dazu sind wir gerade auf der Suche nach Alternativen. Es gibt ein paar Optionen, die aber jetzt erst noch zu Ende getestet und evaluiert werden müssen. Wir rechnen damit, dass wir irgendwann im heurigen Jahr dann den Java 8 Support aufgeben und dann Java 11 voraussetzen. So, dann kommen wir auch schon zum Ende meines Vortrages. Da ist noch einmal zusammengefasst eine Liste von Links und Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Vielen, vielen Dank, Simon. Wie sieht es denn aus? Wir hätten noch Zeit für eine Frage, falls es denn welche gibt. Vielleicht, du hattest am Anfang dieses RTK-Lib-Format erwähnt. Ich habe da jetzt gerade eben zum ersten Mal von gehört. Braucht man da Spezialgeräte für oder können das Handy-Apps erzeugen? Also, tut mir leid, da bin ich jetzt auch nicht so tief involviert. Also ich müsste dann auch erst entsprechend recherchieren. Also ihr könnt es lesen, aber als Mapper interessiert man sich ja dann, wie kann ich das erzeugen? Weil genauere Positionen sind immer gut. Also du weißt da auch nichts Genaueres drüber. Leider nicht, nein. Okay, danke. Dann nochmal herzlichen Dank. Hier geht es gleich weiter mit der automatischen Korrektur von ÖV-Daten in OSM. Ja, bleibt doch einfach da oder nicht.